Fängt jetzt an. Sehr schön. Also guten Tag, ich möchte ein paar Dinge im Vorfeld sagen. Das erste ist, Deutsch ist nicht meine Muttersprache. Meine auch nicht. Ja? Und deshalb bitte ich jetzt schon um Nachsicht. Ich hoffe, ihr werdet ab und zu ein Auge zudrücken wollen, obwohl ich mir Mühe geben werde und euch wahrscheinlich interessieren wird, warum und wie ich Deutsch gelernt habe. Gut, das Zweite, was mir sehr wichtig ist, ist zu erwähnen, was sind die ganzen Freilerner, die wissen das, aber euch. Ich will euch nicht überzeugen. Ich will euch nicht bekehren. Ich will euch nicht gewinnen. Und vor allem, ich habe nichts zu verkaufen. Und das ist sehr wichtig. Ich bin nicht hier, um die Vorzüge einer Methode anzupreisen und zu sagen, sie ist besser als eine andere, als die Schule zum Beispiel. Aber ich habe ein paar Fragen zu stellen und vielleicht ein paar Antworten zu liefern. Meine erste Frage ist, also zu dieser Frage hast du mich angeregt, nämlich, ja du, ich finde es erstaunlich und ich frage mich, ob es in Ordnung ist, dass du gar keine Ahnung hast, du sagst es selbst, gar keine Ahnung hast, wie ein Kind in unserer Gesellschaft und ohne Schule zurechtkommen kann. Das ist gar nicht dein Fehler, aber das ist ein allgemeiner Fehler, den wir alle machen. Wir haben keine Ahnung darüber. Wir haben keine persönliche Meinung. Wir haben keine persönliche Erfahrung. Wir haben keine Erfahrung aus erster Hand. Wir haben Meinungen und wir haben vor allem Fragen. Und viele haben Angst vor etwas, das sie gar nicht kennen. Und bevor man dafür oder dagegen ist, müsste man eigentlich wissen, worum es geht. Und mir geht es ja gar nicht darum zu sagen, es gibt nur Unschooling, denn das ist das, wovon ich zu sprechen habe, sondern es gibt so viele Möglichkeiten. Und normalerweise sind meine Vorträge eigentlich sehr, sehr kurz, indem ich mich vorstelle und wie es den Gepflogenheiten entspricht, zu etwaigen Fragen zur Verfügung stelle. Aber heute möchte ich es leicht anders machen. Ich möchte euch von etwas erzählen, nämlich nicht nur wissen wir nicht, wie ein Kind in unserer Gesellschaft ohne Schule groß wird, wir wissen gar nicht, wie ein Kind, was aus einem Kind wird, das unter den von der Hirnforschung als wünschenswert dargestellten Bedingungen wie ein Kind in diesen von der Hirnforschung dargestellten Bedingungen aufwächst. Wir wissen es gar nicht. Denn die Bildungslandschaft macht das heutzutage kaum möglich. Also haben wir nicht mal eine Ahnung davon, wie ein Kind unter den Bedingungen, die als nicht ideal, aber als wünschenswert von der Hirnforschung dargestellt werden, aufwächst. Auch das ist nicht in Ordnung. Wir müssen das wissen, bevor wir überhaupt von Bildung sprechen. Und zur Hirnforschung möchte ich ein paar Dinge sagen, deshalb mache ich den Vortrag heute länger als sonst. Ich habe das enorme Glück, dafür bin ich sehr, sehr dankbar, mit Professor Dr. Gerald Hüther zu arbeiten. Ihn, glaube ich, muss man gar nicht vorstellen. Er hat die Hirnforschung nicht erfunden. Er ist aber der brillanteste Erzähler davon. Professor Dr. Gerhard Hüther ist der prominenteste, soviel ich weiß, Hirnforscher in Deutschland. Er ist sehr... Er ist in Bildungskreisen ein Begriff. Und zwar, weil er Folgendes erzählt. Zuerst haben wir Menschen gedacht, dass die Menschen auf die Erde kommen mit verschiedenartigen Organen drin, mit einem Gehirn, das von Mensch zu Mensch verschieden ist. Also hat man gemeint, es gibt Menschen, die ein gut funktionierendes Gehirn haben und Menschen, die ein schlecht funktionierendes Gehirn haben. Und das hat dazu geführt, natürlich, dass man Kategorien hat herstellen können. Diejenigen mit einem guten, womöglich die Hochbegabten und diejenigen mit einem schlechten Gehirn, die weniger Hochbegabten oder sogar die Schulversager und derlei. Und das ist so weit gegangen, dass man eine Weile, dass einer den Vorschlag gemacht hat,
Menschen, die ein IQ unter so und so viel haben, zu sterilisieren, damit sie sich nicht also reproduzieren können. Also man hat gemeint, die Intelligenz, das Gehirn, die Bildung, das ist genetisch. Und da hat man bemerkt, nein, das stimmt nicht. Die Hirnforschung hat weiter geforscht und entdeckt, das Gehirn ist eigentlich erstens nicht verschieden von Mensch zu Mensch, aber das ist dabei noch dazu noch, und das ist das Wichtigste, plastisch. Und plastisch in einem Maße, das wir uns gar nicht vorstellen. Nämlich, es gibt die schöne Geschichte einer jungen Frau, brillant, ganz gutes Studium, Ingenieurin, geht eines Tages zu ihrem Arzt und sagt, soviel ich mich erinnern kann, hat man mir erzählt, dass man mir als Kind die linke Hälfte des Gehirns entfernt hat. Dann sagte der Arzt, nein, das geht ja gar nicht. Geht ja gar nicht, Sie würden gar nicht sprechen können. Dann sagt sie, ja doch, ich glaube doch. Und sie sagt, ja, ganz leicht, das wollen wir es kennen, das können wir gleich erforschen. Und was hat sich herausgestellt? Der Frau fehlt tatsächlich die eine Hälfte. All die Funktionen hatten sich übertragen auf die andere Hälfte. Das heißt, wir haben da ein Organ, das ist einfach so plastisch. Da hat man gleichzeitig entdeckt, dass es Entwicklungen gibt. Zum Beispiel die Region, der Bereich im Gehirn, der verantwortlich ist für die Bewegung der Daumen, ist bei den 15-Jährigen heute ganz besonders groß. Ist eine Tatsache. Ihr wisst ja warum. Also hat man gedacht, aha, weil die jungen Menschen so viel SMS schreiben, trainieren sie diese Gegend ihres Gehirns. Das bedeutet also, das Gehirn ist wie ein Muskel. Trainieren wir viel, so kriegen wir auch ein großes Gehirn. Da hat man anschließend dann natürlich Förderungsprogramme, Frühförderungsprogramme entwickelt. Man hat sogar Lautsprecher eingerichtet auf den Bauch der Mütter, damit die Kinder schon vor der Geburt Chinesisch hören und so weiter. Man hat allerlei versorgt, Frühförderung und derlei. Das hat überhaupt nicht funktioniert, ganz im Gegenteil. Also scheinbar ist es so, dass das Gehirn nicht wie ein Muskel ist und sich nicht da entwickelt, also dass man dann nicht ein Trainingprogramm entwerfen kann für das Gehirn. Und da hat die Hirnforschung natürlich die Entdeckung gemacht in den letzten Jahren, die der Schlüssel zu allem ist. Nämlich, das Gehirn entwickelt sich dort, wo es mit Begeisterung eingesetzt wird. Und das ist gar nicht esoterisch oder philosophisch, das ist chemisch nachweisbar, nämlich was im Gehirn passiert, wenn wir etwas mit Begeisterung tun. Und das ist eigenartig, dass die Hirnforschung so lange hat studieren müssen, um auf etwas zu kommen, das wir im Alltag alles selbst erleben. Nämlich, wenn wir im Zustand der Begeisterung etwas unternehmen, da bremst uns gar nichts mehr. Dann ist Lernen nicht ein Akt, sondern etwas, das passiert. Das wissen wir. Wenn wir uns für etwas begeistern, sei es Fußball oder Politik oder was auch immer, wir kriegen nicht genug. Wir lernen stündlich. Wir werden immer kompetenter. Und das ist der Grund, das ist der Punkt, das ist das, was ich in meiner Erfahrung habe machen dürfen. Nämlich, ich bin nie zur Schule gegangen. Ich wurde nicht unterrichtet. Ich bin kein Vertreter der Homeschooler. Ich bin auch kein Vertreter der Unschooler, aber ich bin kein Homeschooler. Homeschooler bedeutet Schule zu Hause. Das ist gar nicht das, was ich erlebt habe. Mich hat niemand unterrichtet. Und auf meinem Weg habe ich eine Feststellung gemacht, nämlich, übrigens, das, was mir passiert ist, ist überhaupt kein persönlicher Verdienst. Das muss ich ganz mehrere Male unterstreichen. Es ist kein persönlicher Verdienst. Nicht ich bin zu bewundern, falls ihr überhaupt jemanden bewundern wollt. Ich. Höchstens die Entscheidung und die Haltung meiner Eltern ist zu bewundern. Aber ich bin ein ganz banales Kind, das ungestört geblieben ist, 41 Jahre lang. Jedes Kind in meiner Lage würde etwas Ähnliches erleben, nicht dasselbe. Ich habe dann unterwegs diese Feststellung gemacht, dass die gelebte Kompetenz eine Nebenwirkung hat. Wisst ihr welche?
Die Begeisterung führt zur Kompetenz. Die ausgelebte Begeisterung führt zur Kompetenz. Kompetenz ist die Nebenwirkung der Begeisterung. Und was ist die Nebenwirkung von Kompetenz? Vielleicht mehr Begeisterung? Also die Begeisterung hat eine Nebenwirkung, die Kompetenz. Die Kompetenz hat eine Begeisterung, die auch so eigentlich logisch ist. Der Erfolg. Der Erfolg, der uns verkauft wird als ein Ideal, als ein zu erreichendes Ziel. Wir sind bereit, einiges aufzuopfern im Namen des Erfolgs. Der Erfolg ist ja nur die Nebenwirkung der Nebenwirkung der Begeisterung. Ergo, begeistert euch. Ja, ich glaube, somit wäre ich am Ende meines Vortrags. Und wie es den Gepflogenheiten entspricht, stehe ich für Fragen gerne zur Verfügung, wenn ihr welche habt. Ich würde gerne noch mal von deinen Eltern wissen, wieso die sich entschieden haben, dass sie dich nicht unterrichten, nicht in die Schule gehen und so weiter. Der Beweggrund meiner Eltern war nicht religiös. Meine Eltern gingen nicht von sich aus, sondern von den Kindern aus. Und die sind vor allem... Die sind beide Pädagogen, die sind beide mit Kindern tätig und die haben Kinder beobachtet. Und das ist genau das, was in unserer Gesellschaft fehlt, Kinder zu beobachten. Ich erlebe es im Moment mit meinem 2-jährigen Sohn. Der saugt die Welt in sich hinein und auf eine Weise, die sich nicht voraussehen lässt. Er saugt die Welt in sich hinein, in einem Rhythmus, der nicht vorauszusehen ist. Aber in einem Zustand der ständigen Begeisterung. Das sagt übrigens Gerald Hüther auch. Wisst ihr, wie oft ein kleines, ein 3-jähriges Kind Begeisterungsschübe empfindet? Jede 3. Minute. Und wisst ihr, wie wir ordentliche Erwachsene, wie oft wir ordentliche, gut geordnete Erwachsene, wie oft wir Begeisterung empfinden? Statistisch natürlich. Jede 3. Woche. Jede 3. Woche. und wenn du die Kinder beobachtest, ist das so faszinierend. Ich könnte euch kleine Filme zeigen von meinem Sohn, wie er die Dinge entdeckt, auf so unerwartete Weise, wie er sich begeistert für Dinge. Und wenn du das beobachtest, dann bist du mit Beobachten so beschäftigt, dass du gar keine Zeit mehr hast, um darüber nachzudenken, wie du eingreifen könntest. Das heißt, mich beschäftigt nicht, was wäre der nächste Schritt, zu dem ich ihn bewegen könnte, sondern was wird der nächste Schritt sein? Und das war der Grund, der Beweggrund meiner Eltern. Sie wussten beide, dass das Kind die eigene Muttersprache von alleine lernt. Das Laufen, die Mimiksprache, die in unserer Gesellschaft so wichtig ist. Sie wussten, so wie wir alle, dass es ganz viele Kinder gibt, die lesen und schreiben können, bevor sie in die Schule gehen, obwohl die Eltern ihnen das nicht beigebracht haben. Die haben Kinder beobachtet und bemerkt, in welcher Art und mit welcher Begeisterung Kinder lernen für sich. Das, was unerwartet ist, aber was wir nicht erwarten, aber ihnen so entspricht. Sie wollten da nicht eingreifen, sie wollten sich da nicht einmischen. Sie waren eben mit Gucken, mit Beobachten so beschäftigt und haben dabei die unerwartesten Entdeckungen gemacht. Und die hatten keine Erwartungen. Und das ist auch sehr wichtig, die Abwesenheit von Erwartungen. Also dann mache ich es ganz böse so, so und so. Okay, ich hätte gerne gewusst, ob dir in deiner Schulzeit nicht die sozialen Kontakte zu Gleichaltrigen geführt haben. Nein, überhaupt nicht. Das ist eine grundlegende Frage. Aber ich habe eine Gegenfrage. Also, ihr wisst, ich bin nicht der Schulfeind Nummer 1. Ich arbeite mit ganz vielen Pädagogen, mit Bildungsexperten zusammen. Ich bin, wie ihr seht, überall tätig, wo man tätig sein kann in diesem Bereich. Ich bin nicht der Schulfeind Nummer 1, aber vielleicht zur Beantwortung deiner Frage hier in unserem Kreis werde ich eventuell etwas schulkritisch. Vielleicht. Aber ich beantworte zuerst deine Frage und zwar auf ganz jüdische Weise mit einer Gegenfrage. Wer hat erfunden und wer kann beweisen, dass
Kinder, gleichaltrige Kinder wollen. Wer hat erfunden, dass Kinder Umgang haben wollen mit gleichaltrigen Kindern? Wer kann behaupten, dass das der Wunsch von Kindern ist? Eben, das ist eben erstaunlich. Wer hat das? Das entspricht gar keiner Realität. Die soziale Realität besteht nicht aus Gleichaltrigen. Und ich habe dazu eine andere Frage, und die wirkt eben eventuell jetzt leicht schulkritisch. Nämlich, kann man von, denn der Hintergrund deiner Frage ist, die Schule ist nicht nur der Ort, wo man lernt, das ist auch der Ort, wo man die Sozialisierung erfährt. Kann man allen Ernstes, also verzeiht mir diejenigen, die mich kennt und wisst, dass ich sonst die Schule nie kritisiere, kann man allen Ernstes behaupten, dass Sozialisierung in einem hermetischen Raum stattfindet, in dem gleichaltrige Menschen zusammengetan werden, nach welchen Kriterien? Alter und Wohnort. Sind das gelungene Kriterien zur Zusammenkunft von Menschen? Die soziale Realität, und ich habe gebadet seit der ersten Minute, vor der Geburt schon, in der sozialen Realität. Die soziale Realität ist ein großes Bad. Und in diesem Bad kocht es, brodelt es. Was sieht man in diesem Bad? Eben allerlei. Und nur die Verschiedenartigkeit. Drin gibt es Menschen, die sind jünger, die sind älter, die sind größer, die sind kleiner. Alle Hautfarben sind vertreten, alle Religionen sind vertreten, alle sozialen Schichten sind vertreten, alle Generationen sind vertreten. All diese Menschen sind ja zusammen. Und was führt im realen Leben, also außerhalb der Schulklasse? Hast du nur mit du gehst noch zur Schule, hast wahrscheinlich hauptsächlich mit Gleichaltrigen zu tun. Aber ihr habt ja nur mit Gleichaltrigen zu tun in eurem Alltag, die ihr nicht mehr in die Schule geht. Hoffentlich nicht. So. Ich muss es auch mal so sagen, in meinem sonstigen Umfeld eigentlich auch nicht. Also, eben. Ist einfach nicht so. Und was bringt im realen Bad der sozialen Realität, was bringt die Menschen zueinander zusammen? Interessengemeinschaften. Und wenn du dich für etwas interessierst, meine letzte Leidenschaft, Amelia Earhart, das führt, kennst du? Wiki. Achtung, fange mit ihr nicht an. doch, mach es. da triffst du dich mit Menschen, die diese Leidenschaft teilen. Und das sind kleine, große, junge, erfahrenere, welche, die weniger erfahren sind, Leute, denen du etwas zeigen kannst, Leute, die dir etwas beibringen und so weiter. Das ist bereichernd. Die Bereicherung entsteht daraus. Aus dieser Verschiedenartigkeit. Also, was meinst du? Ich zum Beispiel, ich war auf einem Fachgymnasium für Sozialpädagogik, weil ich mich für diese Richtung interessiert habe, bin dahin gegangen, war auf keinem normalen Gymnasium. Ich hatte 23-Jährige in der Klasse, ich hatte 16-Jährige in der Klasse. Diese Möglichkeit besteht schon. Also, aber wir sind doch in einer Gesellschaft, man fragt nicht mal, wie alt bist du, sondern in welcher Klasse bist du. Und wir sind auch in einer Gesellschaft, die von außen betrachtet, und ich bin ein Außenstehender. Obwohl ich mitten in dieser Gesellschaft bin, obwohl ich dieser Gesellschaft den Rücken nicht kehre, aber da ich eben was anderes erlebt habe, betrachte ich ab und zu diese Gesellschaft von außen und betrachte, dass in dieser Ordnung, die wir haben, es Klüften gibt zwischen Dingen, die in meiner Erfahrung, das bedeutet nicht, dass sie gut oder schlecht ist, sie ist nur verschiedenartig. In meiner Erfahrung gibt es die Trennung zwischen Arbeit und Freizeit nicht, zwischen Männern und Frauen nicht, zwischen den Genders und zwischen den Generationen nicht. Wir haben die älteren Menschen einerseits, die Erwachsenen und die Kinder andererseits. Und deshalb sage ich übrigens immer wieder, dass ich ein 40-jähriges Kind bin, weil ich all die Zwischenstufen, die Dreh- und Angelpunkte, die angeblich vom Kindsein zum Erwachsenen führen, nicht gekannt habe. Es gibt also andere Möglichkeiten. Und wir können das nicht ignorieren, dass es andere Möglichkeiten gibt. Und wir dürfen nicht glauben, dass nur in der Schule Sozialisierung finden. Und wir dürfen nicht glauben, dass in der Schule gelungene Sozialisierung zwangsläufig stattfindet. Also damit rennst du bei uns sicher offene Türen ein, dass wir nicht der Meinung sind, dass in der Schule generell
gute Sozialisation. Schön, also ich hoffe, also es ist wunderschön, wenn ich, wenn es so, wenn dem so ist. Wenn ich an die Frage anschließen darf, kurz, also kannst du das konkreter, also sag mal, wie findet, also wie hast du zum Beispiel, sagen wir mal, lesen gelernt oder keine Ahnung, irgendetwas, irgendeine Sache? Also lesen, es ist merkwürdig, dass ihr Lesen, Schreiben und Rechnen als erstes nennt. Aber warum nicht? Warum nicht? Wie, kannst du mir das auch auf nein, aber, Biologie? Ja, aber das ist interessant. Wo und wie? Also, Achtung, daraus lässt sich keine Methode entwickeln. Mit drei, mit 3 Jahren habe ich ein Buch aufgeschlagen, mit 3 Jahren. Und meinen Eltern gesagt, oh, das sind Eier und Eierbecher. Und sie haben auch ein wenig gestaut und gefragt, was das soll. Und ich zeigte auf die Buchstaben C und O, die in der französischen Sprache öfters zusammen, also in Verbindung erscheinen. Und dann wollte ich wissen, was das ist. Und gerade das tut mein Sohn im Moment. Niemand hat ihm das erzählt. Gestern war er vor dem Schild des Autos und hat so gemacht. Wollte, dass jemand ihm sagt, was das ist. B. Das machen so viele Kinder. Gut, dann habe ich gesagt, das sind Eier und Eierbecher und wollte wissen, was das ist. Dann sagt man mir, das sind Buchstaben, die klingen zusammen Co. Und dann habe ich weiter betrachtet, dass es da drin Eierbecher gibt ohne Ei und Eier ohne Eierbecher. Und auch ein Ei mit einem Strich daran oder den Strich ganz alleine. Und dann war ich begeistert. Und dann wollte ich aus Begeisterung natürlich den Namen aller Buchstaben kennen und den Klang davon. Und so war ich im zarten Alter von 3 Jahren in der Lage zu entziffern. Also rote Ampel, der Bus steht, da ist ein Laden und da fängt das Spiel an. Apotheke. Für ein 3-jähriges Kind in Zustand der Begeisterung ist das ein unglaublich wunderbares Spiel. In diesem Augenblick, wo das passiert. Interessant ist aber, dass ich 4, 5, 6, 7, 8-jährig wurde und immer noch nur entziffern konnte. Die meisten Eltern hätten sich da ganz große Sorgen gemacht. Die hätten mich zu einem Spezialisten geführt, der irgendetwas irgendeine Diagnose gemacht hätte, die mit dies anfängt und mit li endet. Und man hätte versucht, mich davon zu kurieren, von dieser Krankheit. Man hätte mich pathologisiert. Dann wäre erst eine Krankheit daraus entstanden, die man hätte medikamentös versucht zu behandeln, eventuell und so weiter. Aber das haben sie nicht, weil sie keine Erwartung gehabt haben und weil sie beobachtet haben im Alltag, wie sehr ich im Zustand der Begeisterung war und wie gut sie das gemacht haben. Hat sich dann erwiesen, als ich mit 8,5 Jahren ein Buch aufgeschlagen habe, der richtige Zeitpunkt war für mich gekommen und ich konnte flüssig vorlesen. Der richtige Zeitpunkt war für mich gekommen. Das zu beschleunigen, wäre ein verzweifelter Versuch gewesen. An der Raupe kannst du nicht ziehen. Sie wird nicht länger. Sie stirbt daran. So ist es von jedem natürlichen Prozesse. Ist somit, ich weiß, deine Frage nur ganz teilweise beantwortet, aber ich bin sicher, im Laufe der Stunde werden wir dieses Thema wieder, also werden wir das erläutern. Und sollten wir es nicht, dann bitte stell die Frage wieder. Ich wollte eben noch was sagen. Du kannst uns vielleicht sagen, was das übliche Rezept für Dyslexie ist. Also ich kann nur aus meiner, wie soll ich sagen, aus der Außenperspektive berichten, das ist Nachhilfestunden. Ne? Man ist dann also in der Schule, hat Dyslexie oder ist so diagnostiziert worden und das Ergebnis davon ist, man muss eine Nachhilfestunde machen, wo man dann mehr lesen lernt, vielleicht auch mit einem anderen Lehrer, vielleicht funktioniert es dann besser. Aber so wie, ich sag mal, im Zusammenhang mit deinem jetzigen Vortrag sage ich, das dient ja eigentlich nur dazu, die Begeisterung zu ruinieren dann am Ende, weil wenn du dann schon 3 Stunden am Tag irgendwas machen musst und dann nochmal eine Stunde mehr, weil du es nicht kannst, ist ja noch viel schlimmer. Die Frage ist, warum du es nicht kannst. Und die Antwort, fehlende Begeisterung. Fehlende Begeisterung. Ich wollte noch was erwähnen, apropos C und O. Sie würden gewiss
ihr würdet alle für ganz, bin sicher du auch, für ganz absurd halten, dass wir jetzt anhand meiner Erfahrung eine Methode entwickeln und verallgemeinern wollen, die für alle Kinder mit 3 Jahren gültig sein sollte und mit C und O beginnt. Das wäre ja völlig absurd. Wenn ich jetzt der Erfinder wäre von einer C- und O-Methode und sie übertragen wollte auf alle 3-jährigen Kinder, da hoffe ich, dass ihr sagen würdet, da ist etwas nicht in Ordnung. Frage, gibt es nicht eine Methode, die für alle Kinder im selben Alter gültig ist und mit A, B und C beginnt? Du wolltest was, nein, doch, du wolltest was fragen. Ja, jetzt nicht auf deine Frage, aber... Nein, 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 du hattest eine Frage, nein, nein. Dass du jetzt im Grunde genommen die Antworten auf deine Fragen bekommen hast von der Außenwelt, liegt ja daran, dass es offenbar jemand gab, der die Antworten eben hatte. Ja, und dann kann man das ja beliebig weiter zurückspielen und sagen, okay, woher hat denn die Person wiederum die Information oder die Antwort auf die Frage, die du hattest und die Person hatte. Ja, und das heißt, irgendwo gibt es ja im Grunde genommen, ich sage jetzt mal, etwas, jemand, ja, wo eben die Erkenntnis oder die Regel aufgestellt wurde, dass das jetzt meinetwegen ein B ist oder dein Eierbecher-Beispiel, ja, dass das jetzt ein C oder was auch immer ist. Und das heißt, irgendwo haben sich ja Leute eben dann mit Dingen beschäftigt und haben das eben weitergegeben. Und dieses Weitergeben und auch auf deine, also das der springende Punkt, wo kriegt man, also wo trifft man Leute, die einem eben bestimmtes Wissen weitergeben? Du hast jetzt vielleicht das Glück gehabt, eben Menschen um dich herum gehabt zu haben, die dir das weitergegeben haben. Es gibt aber durchaus auch vielleicht Familien, die eben nicht das weitergeben konnten. Die haben halt vielleicht an der Stelle eben nicht gesagt, das ist jetzt ein Eierbecher, sondern die haben vielleicht irgendwann gedacht, hier haben sie nicht mehr alle oder sowas. Ja? Und du hast in deinem Vortrag ganz am Anfang gesagt, dass du... du hast niemanden gehabt. Wurde nicht unterrichtet. Genau, du wurdest nicht unterrichtet. Und da muss ich erstmal sagen, vehement würde ich dir widersprechen, denn deine Umwelt hat dich unterrichtet. Ja, wir müssen einfach dann semantisch darüber besprechen, was wir unterrichten und lernen verstehen, natürlich. Ich meine, also dein Beispiel, was du jetzt gerade gebracht hast als Dreijähriger, das ist ja Unterricht gewesen. Ja, es sieht vielleicht anders aus, wie man das so im Allgemeinen glaubt, dass Unterricht halt so oder so auszusehen hat. Aber in dem Kleinsten, für mich, ist das auch Unterricht gewesen, was du erfahren hast. Noch eine Zwischenfrage. Deine Eltern sind aber auch pädagogisch vorbelastet gewesen. Das ist nicht, glaube ich, ich hoffe, alle Eltern sind irgendwie pädagogisch vorbelastet. Ich wollte noch mal gut, jetzt sind aber ganz viele Fragen in dieser einen Frage und in seine, in dieser Ergänzung. Ich frage mir kurz was auf. Ja. Ich habe noch was dazu. Wie wärst du groß geworden, wenn du in einer asozialen Familie groß geworden wärst? Das heißt, sind wir asozial. Gut. Du wolltest was dazu sagen? Ja, ich wollte noch ein kleines hinführen. Moment, bleiben wir ein ganz klein wenig so, dass mindestens wir uns hören können. Ich wollte noch ein kleines Beispiel anführen für Lernen, was ohne Unterricht passiert, wie du jetzt Unterricht verwendet hast, nicht vielleicht wie Utume Unterricht verwendet. Jedes Kind oder es wird von jedem Kind erwartet, dass es die Sprache spricht, bevor es überhaupt nur zur Schule gehen kann. Ein Kind, was nicht die Sprache spricht, würde niemals an einer Schule Unterricht erhalten können. Da besteht irgendein Zusammenhang, denn auch in Sprache wird man nicht in Form von einer Schule unterrichtet. Die Sprache greift man auf von der Umgebung, von der sozialen Umgebung, so klein sie auch sein mag. Ne? Das führt dann vielleicht manchmal auch zu Dialekten und sowas, aber das Wichtige ist, man erhält keinen formalen Unterricht in Sprache und trotzdem lernt man sie. Das ist bei Lesen vielleicht ein bisschen was anderes, aber... Aber bei ganz vielen Kindern passiert es beim Lesen genau gleich wie bei... Darum habe ich die Muttersprache als erstes erwähnt. So, nicht alle Familien. Ich weiß, woraus du hinaus wolltest. Ja, ich hatte enormes Glück und nicht alle Kinder haben dieses Glück. Aber was kann uns mehr helfen, als zu wissen... Anders.
Wir könnten jetzt zusammen eine unendliche Liste machen von Familien, Lagen, Personen, Umgebungen, Bedingungen, unter welchen das, was ich erlebt habe, nicht möglich wäre. Wie gut, dass es die Schule gibt für diese Liste. Aber mich interessiert diese Liste, die wir auch ruhig machen könnten von allen Menschen, die die Möglichkeit hätten, persönliche Entscheidungen zu treffen und es nicht tun, weil sie nicht wissen, dass sie es tun könnten. Mich interessiert vielmehr die Liste derjenigen, bei denen es möglich wäre und die es nicht wissen, denn bei denen könnten die neuen Paradigmen beginnen. Wir brauchen neue Paradigmen. So wie es bis jetzt war, geht es nicht weiter. Jetzt, die soziale Schicht. Das ist sehr wichtig. Man meint, pädagogisch vorbelastete Eltern, ja, die, also, man meint, dass das Kind das Wissen der Eltern übernimmt und auch das Milieu der Eltern übernimmt. Das stimmt nicht. Ein freigelassenes Kind erfindet sich eine eigene Bildung, sucht sich eine eigene Bildung. Es gibt ganz gebildete Eltern, die ganz ungebildete Kinder haben, so wie es ganz gebildete Eltern gibt, die ganz ungebildete... Es gibt ganz gebildete Eltern, die ungebildete Kinder haben und ganz ungebildete Eltern, die ganz gebildete Kinder haben. Nun, wenn wir jetzt... Das ist ja so, dass das Kind nie die Frage stellt, worauf du die Antwort weißt. Nie. Du kannst dich so gut vorbereiten, wie du willst. Das Kind wird genau die Frage stellen, worauf du dich nicht vorbereitet hast. Warum? Weil das, was du weißt, in einer Truhe zu Hause ist und der familiäre Schatz ist. Das Kind gießt hinein, nimmt da heraus. Genau das fragt das Kind nie. Immer stellt das Kind die Frage, worauf du unvorbereitet bist. Das ist der wichtige Punkt. Und Unterricht. Ja, natürlich ist man Kind seiner Familie. Und das ist ja ganz wunderbar. Natürlich ist man Kind seiner Eltern. Es ist ja so wunderbar, dass das ist ja das, was das Gefühle, das Zuhause-Gefühl einem gibt. Die Entscheidungen der Eltern, dass wir überhaupt auf die Welt kommen. Wie wir heißen, wo wir auf die Welt kommen. All diese Verkettung von kleinen Entscheidungen führt dazu, dass es bei uns zu Hause, als ganz kleine Kinder, dass es bei uns zu Hause ganz gewisse Dinge gibt, die Geschmackrichtungen, die Gerüche, die Farben des Zuhause darstellen, des Zuhauses darstellen. Und zum Beispiel war eine dieser Entscheidungen bei meinen Eltern, dass sie uns nicht in die Schule schicken, weil sie die Kinder so beobachtet hatten und immer von den Kindern ausgegangen. Das war ihre Sinn. Das war ihre einzige Vorbelastung. Die haben nie zusätzlich gefördert. Die haben nie eingegriffen. Die haben nie eine Idee oder ein Konzept oder irgendwas umgesetzt. Sie haben nie eine Theorie. Ja, aber wenn du jetzt Fragen hattest, du den Buchstaben. Ja. Die wurden aber beantwortet. Sie kannten die Antwort, ja. Aber oft kannten sie die Antwort nicht. Und da sind wir gemeinsam auf die Suche gegangen nach Antworten. Aber das wurde dann auch gemeinsam erarbeitet. Das wurde gemeinsam oder nicht. Manchmal fragt das Kind gar nicht und sagt eines Tages seine Eltern mit 40 Jahren, Papa, ich will dir übrigens von Amelia Earhart was erzählen. Das machen wir als Erwachsene ja ständig, wenn wir uns für etwas begeistern. Ja, aber das ist ja im Grunde genommen auch Erziehung und Bildung, wenn jetzt das ist Eltern auf Fragen eingehen. Ja, aber das ist ganz anders, als wenn jetzt ein Vater sagt, komm du, das meine ich auch. Heute um 14 Uhr, ja. Heute um 14 Uhr machen wir Bio, 45 Minuten lang. Das ist was, was ich unter Unterricht verstehe, wenn wir, was ich damit meine. Andere Formen, das Kind erfindet das Rad ja nicht. Als ich Gitarrenbau lernen wollte, da habe ich mir einen Gitarrenbauer suchen müssen, der bereit war, diese Erfahrung zu teilen und diese Begeisterung zu teilen. Und ihm war das so wichtig. Und das war eine Begegnung zwischen ihm und mir. Und er sagte mir, das Erste, was er mir sagte, als ich ihn fragte, die anderen hatten alle gesagt, nein, wir wollen das nicht. Das Erste, was er sagte, war, er ist einer der hochkompetentesten Gitarrenbauer an der Welt. Der sagte mir, ich kann dir alles zeigen. Ich werde dir auch alles zeigen, aber ich kann dir nichts beibringen. Das ist Weitergabe im gegenseitigen Zustand der Begeisterung, das ist Weitergabe von Erfahrung, von Wissen, von Kompetenz. Und das ist so wunderbar.
Kompetenz weiterzugeben, das wissen wir. Es ist so wunderbar, Kompetenzen zu teilen. Ja, aber das geschieht doch im Grunde genommen in der Familie automatisch. Man ist ja den ganzen Tag zusammen oder viele Stunden. Und wenn das Kind jetzt sich für etwas interessiert und die Eltern gehen darauf ein, ist das ja auch schon Erziehung und auch Bildung. Es ist. Das kannst du so nennen? Ja, natürlich. Wir müssen ja nur bestimmen, was wir unter Bildung und Erziehung. Ja. Und dann wären wir ganz einverstanden, natürlich. Ja, aber das Kind, weißt du, braucht gar keine Bildung, gar keine von außen, gar keine. Das Kind ist eine Lernmaschine. Ja. Und das braucht nur nicht gebremst zu werden. Und weißt du, als ich mich begeistert habe für aber die. Das wäre doch, wenn die Eltern darauf eingehen, ist das ja sogar eine positive Unterstützung. Ich kann das nicht erklären. Ich glaube, der Unterschied ist. Ja. Wer initiiert es? Genau. Ja. Das ist das nochmal, kind, ich gehe vom Kind aus. Oder die Eltern, die wissen wollen, dass es kein Fall ist, ist das Kind. Ja. Und bei ihm war es er selbst immer. Ja, genau. Und darum, das ist der große Unterschied von Unterricht und Selbstlernen. Ja, das ist Frage. Es gibt, also ich sag euch, das dauert länger als eine Stunde. Ja. Ich habe keine Frage, ich habe eine Ergänzung. Und zwar komme ich aus so einem sozial benachteiligten Haushalt. Also meine Eltern, ich will mich jetzt hier nicht total outen, aber weil da jetzt die Frage kommt natürlich immer wieder. Ja, und, sie asozial. Ja, genau. Ja. Da sieht man das nicht. Auf jeden Fall, meine Eltern sind beide Alkoholiker und bis zum fünften Lebensjahr ging ich nicht in die Schule und so wie alle wahrscheinlich oder viele und hatte das Glück, auf dem Land aufzuwachsen und war den ganzen Tag draußen. Ja. Das war schon mal richtig gut. Dann kam ich leider in die Schule, hatte ein paar Jahre, wo ich an mir rumgezerrt wurde, wogegen ich mich auch sehr gewehrt habe. Und dann bin ich zum Glück irgendwann natürlich auch raus, so wie alle. Und jetzt seit 5, 6 Jahren muss ich das jetzt irgendwie wieder aufarbeiten, um wieder zu dem Fünfjährigen zurückzukommen und meine Begeisterung zu entdecken. Ja? Versteht ihr, was ich meine? Also was ich euch damit sagen will. Ich bin ja hier und ich bin kein Alkoholiker geworden. Ja? So, also und keiner von uns hat das übernommen. Also ja, wir werden ich entscheide mich, ja, ein anderes Leben zu führen. Und ich habe meine Begeisterung für die Dinge, die ich hatte, mir Gott sei Dank bewahren können. Wenn man im Zustand der Begeisterung leben darf, dann gibt es diese Dinge gar nicht mehr, wie soziale Umgebung, wie günstig oder ungünstige, wie es gibt all diese Klüften, also diese Kategorisierungen gibt es einfach nicht. Die verschwinden, deshalb kenne ich sie alle nicht. Und dann ist man auch nicht Opfer seines Milieus. Und jetzt wollte ich, bevor ich dir... Ich möchte eine Frage, also dich eingehen. Mein Vater ist starker Raucher, meine Mutter nur gelegentlich. Ich habe für mich entschieden, gar nicht. Und ich habe jetzt deine Lebenserfahrung nicht. Also ich bin ganz normal, jedes normale Kind zur Schule gegangen. Ja, deswegen habe ich es jetzt gerade in Anführungszeichen gesetzt. Und also im Prinzip habe ich mich auch dagegen entschieden, Raucher zu werden. Also ich weiß nicht. Man ist nicht Opfer seiner Eltern. Ja, logisch. Ich will zu Unterricht noch was sagen, weil wir haben für mich das noch nichts abgeschlossen. Ihr merkt, Deutsch ist nicht meine Muttersprache, aber ihr merkt doch irgendwie, dass Deutsch mich begeistert. Und das ist eine spät entstandene Begeisterung. Erst mit 18 habe ich, was meinst du? Deutsch ist eine so schöne und vielschichtige Sprache, dass man da sicherlich viel Begeisterung für empfinden kann, aber die teilen vielleicht nicht alle, deren Muttersprache Deutsch ist. Auf jeden Fall. Als ich mit 18 die Begeisterung für die deutsche Sprache entdeckt habe in mir, als es in mir angefangen hat zu glühen vor Liebe für die deutsche Sprache, da wollte ich ja nur noch Deutsch lernen. Das war ja meine einzige Beschäftigung. Und zwar nicht nur 2 Stunden, sondern 3, 4, 5, 6 Stunden täglich. Und das ist der ganz wichtige Punkt. Niemand ist nach 45 Minuten gekommen und hat mir gesagt, jetzt ist es mit Deutsch fertig, jetzt machen wir Mathe oder Bio. Das ist ein wenig das Problem des Unterrichts in Fächern, nämlich wenn mich Bio nicht begeistert, sondern Deutsch, dann sind 45 Minuten Deutsch zu wenig und 45 Minuten Bio zu viel. Und
Darum geht es. Und 6 Stunden waren mir nicht zu viel. 6 Stunden Deutsch. Ja, und dann kommt noch... Jawohl. Und das Ding ist, wofür begeistert man sich? Das ist der Punkt. Und wir bewerten die Dinge, die gut sind. Und vor allem, wir gehen immer von den Lücken aus. Und das wird teilweise das beantworten oder bestätigen, was du sagst. Man sagt immer, worin ist das Kind, worin bist du nicht gut? Jetzt fragt man das. Man fragt immer, worin bist du nicht gut? Immer, immer. Ja, ja. Wo bist du in Mathe nicht gut? Aha, dann musst du Mathe ganz viel üben, damit du den Durchschnitt erreichst. Und ich habe eine ganz andere Erfahrung gemacht. Meine Erfahrung war, worin bist du gut? Gerade darin darfst, sollst, kannst du stundenlang üben, bis du exzellent wirst. Und da das Wissen vernetzt ist und da die Leute, die das Wissen, die Begeisterung in sich tragen, auch alle vernetzt sind, da könnte ich euch, wenn wir die 3 Stunden hätten, die ich sonst zu haben mag, könnte ich euch erzählen, wie das Wissen und wie die Begeisterung ein dreidimensionales Netzwerk ist. Du kannst nicht nur etwas lernen. Es gibt immer Zwischen. Also, als ich mich für die Musik begeistert habe, habe ich mich für Antonin Dvořák begeistert. Dann habe ich Biografien von ihm gelesen. Darin habe ich von seinem Freund Johannes Brahms erfahren. Und dann wollte ich Brahms hören und Brahms lesen. Und dann entdeckte ich, dass Brahms viel in Thun war in der Schweiz, wo ich auch ab und zu war. Und als ich in Thun war, wollte ich das dort besuchen, wo er war. Und von Thun kann man nach Meiringen fahren und von Meiringen mit der Seilbahn nach Reutti. Und dann wollte ich auf der Seilbahn, also in der Seilbahn sitzen und sah dieses Riesenrad oben an und fragte mich, Mensch, wie funktioniert das? Wer und wie kalkuliert man, wie dick, wie stark das Kabel sein muss? Wie viel PS braucht so ein Rad, um diese Seilbahn anzutreiben? Was ist ein PS überhaupt? Merkst du, du kannst nicht nur, also es ist alles so vernetzt und so dreidimensional, und die Leute, die sind alle miteinander verbunden. Und das, wovon ich erzähle, ist davon, dass man die Menschen wieder vernetzt. Und dass man Kompetenzen, statt dass alle mehr oder weniger den Durchschnitt haben. Während wir, also die gute Frage nach den Lücken stellt man mir immer wieder, nach den Defiziten. Also Herr Backes beim Nachtcafé, Sie, Herr Stern, ein paar Defizite wird es wohl geben. Natürlich gibt es bei mir Defiziten, Lücken, klaffende Lücken, enorme Lücken, unzählige Lücken, mindestens so viele wie bei allen anderen. Aber mit diesem Unterschied, nicht mal Mut zu haben, ich habe keine Angst vor Lücken, ich schäme mich nicht. Ich habe nie erfahren, dass man sich dafür schämen muss. Ich habe nie erfahren, dass die Monster sind, die man verstecken, dass man sich nie in eine Lage begeben darf, in der man zeigen könnte, dass man eine Lücke hat. Ich habe erfahren, dass Lücken freier Raum sind für neues Wissen. Weißt du, welche eine Erleichterung das ist? Und das wollte ich erzählen. Wenn du Menschen, die darunter schon immer leiden, dass sie in der Schule schlecht waren, vor allem in den Fächern, die so gut angesehen werden, die zu nichts geworden sind, die Eltern... Die Kinder sind von Eltern, die auch Schulversager waren. Wenn du denen sagst, hey, es bedarf keiner Zeugnisse, nicht mal der Diplome, nicht mal der Qualifikation bedarf es im Leben, sondern der Kompetenz. Und zur Kompetenz kommst du anhand der ganz simplen und allen zugänglichen, da braucht man gar kein Geld, allen zugänglichen Begeisterung. Da nimmst du, und glaub mir, das ist meine Erfahrung, ich mache das täglich, du nimmst von diesen Menschen wie der Deckel vom Topf weg, du nimmst diesen unglaublichen Druck weg, in dem sie schon immer leben, du nimmst denen die Angst. Und wir leben in einem Zustand der Angst. Und plötzlich nimmst du die Angst, indem du sagst, ach, ich muss gar keinen Erfolg haben. Das Einzige, was ich darf, ist mich begeistern. Ergo begeistert euch. Noch etwas. Ich möchte von der Begeisterung erzählen und von der Tatsache, dass die Begeisterung Zeit braucht, um ausgelebt zu werden. Ohne Zeit kann man die Begeisterung eben nicht leben. Dann möchte ich auch vom Vertrauen erzählen. Nämlich, als ich am Abend so begeistert spielte, irgendwas, und es Zeit war, ins Bett zu gehen, denn in meinem Leben gab es, in meiner Familie gibt es starke Strukturen, wie jeder Familie, die persönlichen Regeln,
die familiären Regeln, die gesellschaftlichen Regeln. Als es Zeit wurde, ins Bett zu gehen, war das kein Drama. Weil ich wusste, dass ich das unterbrochene Spiel, und ich kann Spielen und Lernen nicht voneinander unterscheiden, das unterbrochene Spiel, davon wusste ich, dass ich es am nächsten Morgen nahtlos dort fortsetzen kann, wo ich es unterbrochen habe. Ich muss morgen früh nirgendwo hin. Ich kann morgen genau dort das Spiel fortsetzen. Merkt ihr, welche eine Erleichterung das ist? Ich muss nicht hinaus verschieben, so weit wie möglich, den Momenten, wo ich ins Bett gehe, denn ich weiß, ich muss nicht aufräumen. Ich muss morgen, ich kann morgen da, wenn ich will, da fortsetzen, wo ich aufgehört habe, mit Spielen und mit Lernen. Merkt ihr auch, wie der Druck fällt? So, jetzt habe ich den Überblick komplett verloren. Welche Frage jetzt? Okay, du, Daddy's first. Du hast die Hand gar nie wieder runtergelegt. Mich hat das so fasziniert, wie du in deinem Buch auch beschreibst. Du findest es seltsam, heute in Schulen reinzugehen, weil du merkst, das sind Gewohnheiten, die du nicht kennst. Oder irgendwo, ja, so. Und meine Frage ist, ob du dir denken kannst, dass wir es hinkriegen, gesellschaftlich irgendwie Räume zu eröffnen und zu fördern, wo diese Begeisterung leben kann. Also, dass man irgendwie als Gemeinschaft, als Zivilgesellschaft das unterstützen kann, dass diese Lernprozesse möglich werden. Dass wir nicht so sehr nur den individuellen Standpunkt, wo halt jeder ist bei seinen Eltern, und dann das Schulsystem, sondern dass wir da dazwischen was sehr aufbauen. Sehr gerne. Es ist nicht mein Job. Mhm. Ich... Weißt du, anders gesagt, ob man eine idealere Schule erfinden könnte, ist deine Frage. Mir wird immer wieder die Frage gestellt, wie ich mir die ideale Schule vorstelle zum Beispiel oder derlei. Keine Ahnung, es lohnt sich darüber nachzudenken. Und das Gute ist, dass ich immer wieder eingeladen werde, diese Geschichte zu erzählen oder von dieser Geschichte zu erzählen. Denn ab dem Moment, wo man davon gehört hat, erlaubt mir eine Art Metapher, aber der Wurm ist im Apfel. Die meisten von uns haben noch nie gehört, dass man es ohne Schule sehr wohl schaffen kann, dass man ohne Schule weder asozial noch Analphabet noch arbeitslos ist und bleibt und wird. Jetzt habe ich, hab ich selber den Faden verloren. Wo war ich? Ja. Beim Wurm. Was machst du? Die meisten Menschen haben nicht erfahren, dass man... Und jetzt, ob man sich davon... Und jetzt benutze ich die drei Worte der Hirnforschung. Inspirieren, ermutigen und einladen lässt, neu, also für die eigene Relevanz Platz zu finden, ist sehr erfreulich. Also, dass diese Möglichkeit gegeben wird. Ab dem Moment, wo du davon gehört hast, jetzt bin ich wieder dabei entschuldigt, das war eine lange Reise und ich bin sehr, sehr viel unterwegs in letzter Zeit. Ab dem Moment, wo man davon gehört hat, kann man nicht machen, als ob man nicht davon gehört hätte. Das ist erstaunlich, dass die meisten nicht davon gehört haben. Aber ab dem Moment, wo man davon gehört hat, kannst du nicht meinem Kind sagen, du musst ganz brav lernen, sonst kriegst du kein gutes Zeugnis und ohne Zeugnis kriegst du keinen Job und hast keine Freunde. Du weißt, aha, ich habe eines Tages einen kennengelernt und von einer Geschichte gehört, die man nicht übertragen kann auf die anderen, aber der beweist, dass man es ohne Schule sehr wohl schafft und so etwas bringt und zu beruflichen Erfolg und so weiter geschafft hat. Das ist wichtig. Ihr alle, die euch beteiligen wollt in der Bildungslandschaft, werdet nie wieder machen, als ob ihr nicht von dieser Möglichkeit gehört hättet. Das ist eine Möglichkeit. Ob wir das in die Bildungslandschaft wieder einspeisen wollen oder nicht, steht uns frei. Steht euch frei. Noch etwas möchte ich erwähnen, bevor ich versuche, den Damen, Ladies First nachzugehen. Wisst ihr, es gibt... eben. Es gibt, das, ich erwarte da endlich das. Du hast uns doch gerade erklärt, du unterscheidest nicht zwischen Mann und Frau. Also warum sollen wir... Damit du das sagen kannst. Genau. Was meinst du? Ich glaube, du hast ihn falsch verstanden. Ich will nur was sagen. In den Ländern, wo es keine Schulpflicht gibt,
gibt es nicht mehr Schulverweigerer, Schulversager und nicht mehr Delinquenten, nicht mehr Verbrecher, nicht mehr, nicht weniger Bildungsniveau, also tiefere Bildungsniveaus als in Ländern, als in Deutschland, weil es eine Schulpflicht gibt. Das ist merkwürdig. Darüber müssten wir auch nachdenken. Weniger soziale Selektion. Ah, absolut. Die soziale Selektion ist eben, und all diese Trennungen. Weißt du, wir haben jetzt gerade eben Sexismus erlebt, aber es gibt nicht nur Sexismus, also es gibt auch Speziesismus. Ist das euch bewusst, dass man Speziesismus, dass man denkt, eine Spezie ist gültiger als eine andere? Und das überträgt sich auf die Gesellschaft. Und da habe ich deine Frage nicht beantwortet, wie es wäre bei einer asozialen Familie. Aber vielleicht, also das, was ich erlebt habe, ist in einer sogenannten asozialen Familie gewiss nicht möglich. Was ist eine asoziale Familie? Ich weiß es selbst nicht. Ich kann diese Frage kaum beantworten. Aber es muss auch nicht dort anfangen, wo es am schwierigsten wäre. Es müsste viel eher dort anfangen, wo es möglich ist, damit diejenigen, die es heute nicht wissen, sich inspiriert fühlen, eingeladen, ermutigt fühlen zur eigenen Relevanz. Und dann könnte jeder entscheiden, was er will. Es gibt nichts Schöneres, als wenn Leute, die dieses Buch gelesen haben, mir schreiben: Wir haben Ihr Buch gelesen, Herr Stern, jetzt haben wir die Entscheidung für uns getroffen, dass die Schule der richtige Weg ist für uns. Und das finde ich ganz wunderbar. Dann hat jemand eine Entscheidung getroffen, in perfekter Kenntnis der Sachlage. Sonst haben wir nur die Wahl, die uns Henry Ford ließ. Er sagte: Ihr könnt das Modell T in jeder Farbe eurer Wahl haben, solange die Farbe schwarz ist. In Sachen Bildung ist das genau, was uns passiert. Wenn man von mindestens zwei Möglichkeiten hört, zwei Möglichkeiten, Schule und Nicht-Schule, das sind nur zwei Möglichkeiten. Und wenn man von diesen beiden Möglichkeiten gehört hat und sich für die eine oder die andere Richtung entscheidet, da hat man eine persönliche Wahl getroffen. In einer freien Welt, in einem freien Staat, sollte das möglich sein. Also ich finde, das, was du jetzt vorgetragen hast, du kommst, ah ja, stimmt. Er wartet auch sehr lange. Was du über die Begeisterung gesagt hast, das sind für mich Sachen, die ja gar nicht irgendwie Schule widersprechen, sondern Schule widersprechen, wie es jetzt ist. Man könnte ja auch überlegen, dann macht man halt in Schulen Freiräume, wo die Kinder halt sagen können, okay, die Biologie interessiert mich nicht, ich will halt jetzt lieber rausfinden, wie das da mit den englischen Wörtern funktioniert. Und dass sie das so machen. Das heißt, das ist ja nicht der Widerspruch zwischen Schule und nicht Schule, Wie gesagt, ich sehe viele Unterscheidungen ja nicht. Ich kenne sie nicht. Ich schicke mein Kind nicht in die Schule. Das ist meine persönliche Meinung. Was du machst, also am liebsten möchte ich, freuen würde es mich, wenn du dich zu etwas entscheidest, das dir eigen ist. Das wir heute zum Beispiel nicht kennen. Aber du kannst dich nicht für das entscheiden, was ich für mein Kind entschieden habe. Das geht ja nicht. Diese Vielfalt ist unentbehrlich. Die Vielfalt der Möglichkeiten und der Relevanzen. Du tust mir leid, du kriegst bald einen Krampf und dann kommst auch du. Also das, was bei mir bis jetzt angekommen ist, deckt sich ja im Grunde genommen das, auch, wofür die Piraten stehen wollen, nämlich Freiheit. Ja? Also für das Individuum und auch für die freie Entfaltung. Und für mich ist das ein Stück weit ein Appell, was bei mir zumindest ankommt, an die Menschen, an die Gesellschaft, eben nicht nur auf das geschlossene System, das Schulsystem oder Bildungssystem zu verharren, sondern eben auch Vertrauen darin zu haben, eben zu sagen, es gibt halt die Pluralität, ja, es gibt halt, wie du gerade sagtest, diese Möglichkeit, aber auch noch diese Möglichkeit. Letzten Endes geht es ja auch um Entscheidungsfreiheit, ja? Und eben nicht sich beraubt fühlen durch den Staat, der ganz klar sagt, so, und das ist jetzt das, was wir wollen. Wir wollen jetzt eben die Industriesoldaten haben, die brauchen nicht das und das und das Wissen, rein in die Maschinerie, ja, und am Ende kommt dann eben ein wunderbarer... Konsument heraus.
Arbeiter raus oder eine Arbeiterin, wie auch immer. Und also letzten Endes, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen versuche zu komprimieren, wenn also für mich steht und fällt alles mit den Eltern, weil die Kinder erstmal natürlich den Eltern ausgesetzt sind. Ja? Und ja, die Eltern den Mut haben und da eben auch das Vertrauen, dass das Kind sich eben so wie es sich entwickelt auch seinen Weg gehen wird und auch zu einer eigenen Zufriedenheit kommen wird und auch eben ja, sich in der Gesellschaft zurechtfinden wird und die Eltern das Kind dabei unterstützen. Also ich habe auch ein Problem mit diesem Begriff Erziehung, weil ich finde, Erziehung hat immer was von Ziehen, ja, und ich bin eher ein Freund davon, dass die Eltern eher Führung geben, ja, und dass er einfach, dass wenn ein Kind kommt mit einer Frage, dass sie eben da auch eine Option bekommt. Ich kann es wählen, aber muss es nicht. Aber es hat schon mal eine Idee und ist nicht so komplett auf sich zurückgefallen. Und an der Stelle glaube ich, dass einfach dann, wenn die Eltern, also das sind eigentlich diejenigen, um die es geht in der ganzen Geschichte, weil die entscheiden, was, also wie weit sie das Kind lassen oder eben auch nicht, ja, und wie weit sie dann eben vielleicht aus eigener Unvermögen oder weil sie sich selber nicht zutrauen, das Kind die Bildung zuteil werden zu lassen, die es vielleicht haben möchte, das in die Hand vom Staat zu geben. Ja. Und von daher, also fand ich zum Beispiel ganz am Anfang, jetzt mache ich nochmal einen kurzen schlagende Brücke zu dem Berliner Programm, was vorhin vorgestellt wurde, hat mir sehr gut gefallen, dass es eben diese Optionen gelassen hat. Es hat nicht gesagt, nur das ist gut oder nur das ist gut, genau, sondern es hat gesagt, hier, wir möchten Sinn, beides, ja, aber gleichwertig und ihr dürft entscheiden. Und die Eltern, und das ist jetzt auch der grundlegende Punkt, man müsste die Eltern informieren, das ist das allererste. Man müsste die Eltern informieren über die Möglichkeiten, die es gibt. Und also, man muss ihnen wieder Raum, Räume statt Rollen zum Beispiel. Ich finde einfach keine Lösung, aber ich mag, also eigentlich sind allgemeine Fragen weniger mein Ding als ganz präzise Fragen, was meine Kindheit, meine andauernde Kindheit betreffen. Aber ich finde es keine Lösung, dass Eltern, die ihre Kinder nur beobachten wollen und die mit ihren Kindern zusammenleben wollen, diesen Weg, den ich zum Beispiel leben durfte. Ich finde es keine Lösung, dass sie Deutschland verlassen müssen. Ich finde das keine politische Inordnung, ich kann es nicht belasten. Also du bist schon sehr lange dran. Ich hätte ihn jetzt auch gern weitergegeben. Ich habe ganz klar, also ich finde deine Erfahrungen sehr interessant. Du hast so angedeutet, es gibt eine Liste von Personen, wo du denken könntest, also Eltern, bei denen das nicht unbedingt sinnvoll wäre, dass ein Kind rein bei diesen Eltern ohne Schule, ohne weitere Pädagogen irgendwie oder Kontakt mit anderen aufwächst. Und dass es natürlich aber auch eine Liste von Leuten gibt, wo das möglich ist, wie bei deinen Eltern, wie bei sag ich mal, anderen Haushalten, die vielleicht damit umgehen können in irgendeiner Form. Jetzt ist die Frage, wer trifft denn die Entscheidung, wer soll denn die Entscheidung treffen oder dürfen die Eltern die Entscheidung treffen, für das Kind zu sagen, es soll zu Hause aufwachsen? Eltern, die vielleicht von außen gesehen, von extern betrachtet, würden ganz viele Leute sagen, diese Eltern sind nicht dafür geeignet, so ein Kind irgendwie aufzuziehen, selber zu unterrichten oder ihnen den Freiraum zu lassen, wie du es bekommen hast. Wer kann da jemand eingreifen in irgendeiner Form? Ich meine, was passiert, wenn Eltern einfach die Behauptung aufstellen, unser Kind soll nicht in die Schule, aus welchen Gründen auch immer, ich will gar nicht den religiösen Faktor jetzt einbringen, aber aus irgendwelchen Gründen soll unser Kind nicht in die Schule und wir möchten es zu Hause haben. Und das sind vielleicht Eltern, die eben nicht das leisten können, was deine Eltern geleistet haben. Gibt es da noch eine Möglichkeit für dich, dass da jemand eingreift oder ist das dann das Schicksal des Kindes, dass es in dieser Familie aufwächst? Also für mich gibt's die Frage gar nicht. Ich kann eben nur immer von dem ausgehen, was ich erlebt habe und was ich im Alltag erlebe. Aber vielleicht wäre das eine neue Aufgabe für die Gesellschaft. Ich frage deswegen, weil ich ja momentan dabei bin, praktisch mit Programm für eine Partei zu erarbeiten, ja, für die Piraten.
Welch eine wunderbare Aufgabe, da eine Lösung zu gestalten. Nein, gar ich will auch gar keine haben, das ist nicht mein Problem. Vielleicht können wir das ja noch mit auf die Tagesordnungsliste nehmen, weil da gibt es einfach viele Möglichkeiten. Das ist wunderbar konstruktiv, dass wir beginnen daran zu denken, wie wir etwas konstruieren können, statt dekonstruieren. Aber ich muss mich auch noch neben Herrn Welcher. Moment, ich habe einen Vorschlag. Ich habe ja nur noch 45 Minuten Zeit. Diejenigen, die da bleiben und noch diskutieren wollen, und ich wäre sehr gern bei der Diskussion dabei, aber ich bin heute Abend bei Gerald und morgen in München. Das geht leider nicht, ich kann mich an der Diskussion nicht beteiligen. Ich würde vorschlagen, wenn ihr darüber diskutieren wollt, leider ohne mich, gibt es jetzt Punkte, wo ich unentbehrlich bin, die wir... Ich glaube, man kann sammeln, ist das sinnvoller auch? Was meinst du? Ja, Fragen sammeln und dann... Oder dass wir uns anhören, was die Fragen sind und dass wir entscheiden, ja. Aber du wolltest ja... Zwei Fragen zu dir. Zum einen, ganz kurz, ich stelle mir irgendwann in Zukunft mal ein Schulsystem vor, das ähnlich wie das Uni funktioniert, dass Kinder hingehen können ohne Bewertung, ohne dass Mathematik wichtig ist oder Sport oder sonst was, sich die Kurse aussuchen können. Wenn es so eine Schule geben würde, würdest du deine Kinder hinschicken? Und zweitens, wenn dein Kind jetzt sagt, okay, es ist 7 Jahre alt, sagt Papa, Entschuldigung, da war ich scheiße. Geht in die Schule. Ich möchte auf das katholische Gymnasium, schickst du das dann dahin? Ich ersetze das eine Dogma nicht, mit dem anderen. Ich schicke mein Kind nicht in die Schule, das ist eine Entscheidung, die ich als Eltern, als Vater treffe, und es wäre wunderbar, den Eltern wieder eine Rolle zu geben. Eltern können heute die Verantwortung total abgeben, vor der Geburt schon. Das ist eine Entscheidung, die ich als Vater treffe, die wir, meine Frau und ich, treffen. Ich habe meine Frau noch weniger überzeugen wollen als euch. Ich habe bemerkt, bei ihr ist es ganz besonders wichtig, dass sie nie das Gefühl hat, dass sie meine Überzeugung übernommen hat. Sie hat unterwegs die ähnliche Überzeugung entwickelt und wir haben entschieden, dass wir unser Kind nicht in die Schule schicken. Wenn Antonin aber sagt, Papa, Mama, ich will in die Schule, dann geht er in die Schule, ganz gewiss. Und wenn er dann zu so einer Schule gehen will, wie du sie beschrieben hast, warum nicht? Aber ich werde nicht entscheiden, dass ich mein Kind dahin schicke. Ich gehe von meiner Erfahrung aus. Das ist das Interessante. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ich gehe von meiner Erfahrung aus und in meiner Erfahrung bedarf es nicht mal so einer Schule, wie du sie beschrieben hast. Aber es wäre wünschenswert, dass es eine solche gibt. Aber das bedeutet noch nicht, dass ich mein Kind zu dir in diese Schule schicke. Weil für mich... Egal wie realistisch du das Aquarium einrichten wirst und gestalten wirst, das wird ein Aquarium sein und ich bin lieber im großen Ozean. Das ist der Grund, warum ich mein Kind nicht in diese Schule schicken werde, die du beschreibst. Aber das ist jetzt eine persönliche Meinung, die euch überhaupt nicht interessiert, aber ich fände es schön, wenn es sowas gäbe, zum Beispiel. Und meine einzige Bemühung ist es, zu sagen, dass es andere Möglichkeiten gibt und dass wir wieder der Begeisterung und ihrer Nebenwirkung der Kompetenz Platz geben. Und dass wir es wieder möglich machen. Und ich setze mich ein für das. Es ist mein einziger Einsatz, das Einzige, was ich machen will. Es ist keine Methode, ich habe nichts zu verkaufen. Also, wollte noch was sagen. Meine Eltern waren übrigens Musterschüler. Beide. Sie waren in der Schule sehr glücklich und sehr erfolgreich. Sie hatten nicht mit der Schule abzurechnen. Das ist ein wichtiger Punkt. Nicht, weil sie gelitten hätten. Also sie haben nicht in der Schule gelitten und haben nicht gedacht, wir haben so gelitten, dass unsere Kinder nicht in die Schule gehen werden. Sie waren glücklich und erfolgreich in der Schule. Und trotzdem haben sie ihre Kinder nicht in die Schule geschickt. Ich finde das ein wichtiger Punkt. Wie machen wir jetzt? Ein Pool oder was wollen wir? Hör mal zu und gib mal erstmal keine Antwort. Gut, also dann fangen wir einfach jetzt geografisch so an. Ich wollte noch was dazu ergänzen, genau zu deinen Gedanken. Ich finde es schön, dass du sagen kannst, ich habe diese Erfahrung gemacht, ich habe diesen Standpunkt, auf dem ich meine Entscheidung treffe. Und wenn mein Kind eines Tages sagt, ich will aber in die Schule gehen, dann sagst du, dann mach das. Ich finde es schade, dass es umgedreht nicht der Fall sein kann, dass ich bin zur Schule gegangen, gut, ich bin jetzt kritisch und sag aber... Ich habe das auch überstanden, Kind, alle müssen das, macht es. Mein Kind geht dahin, kommt eines Tages nach Hause und sagt, scheiße, ich will das nicht mehr. Dann kann ich nicht sagen. Diskriminierend ist das. Sehr problematisch. Ich kann nicht verstehen, du musst
Der André kann auf den Wunsch seines Kindes eingehen. Das wünscht sich leider das, was in unserem Land das Richtige ist. Aber du musst da hingehen. Sehr schöne Beleuchtung. Auch wenn du sagst, du fühlst dich nicht wohl, es tut dir nicht gut, du möchtest gerne anderes und so weiter. Aber weißt du, in Deutschland gibt es die Möglichkeit nicht. Aber es gibt viele Länder, ich war kürzlich, ich bin viel unterwegs. Es gibt Mütter, weil es halt eben die Mütter sind, die das oft empfinden, die empathisch sein dürfen mit ihren Kindern. Das ist ein anderes Thema. Ich leite mit Professor Dr. Gerald Hüther zusammen die Initiative Männer für Morgen. Männer, Väter und so weiter ist ein anderes Thema. Aber es gibt ganz viele Mütter, die empfinden, wie unglücklich ihr Kind ist, wenn es in die Schule geht. Aber sie wissen nicht einmal, dass es eine andere Möglichkeit gibt. Das Ding ist, hier gibt es keine andere Möglichkeit. Also kann eine Mutter denken, okay, ich würde dich nicht in die Schule schicken, wenn es erlaubt wäre, dich nicht in die Schule zu schicken. Aber es gibt Länder, wo es erlaubt ist und wo die Mütter gar nicht auf die Idee kommen, weil sie gar nicht wissen, dass es andere Möglichkeiten gibt. Das ist schlimm. Die sagen, ich merke, dass das Kind leidet, aber ich schicke es trotzdem hin. Und wenn du ihnen eines Tages sagst, nein, es gibt andere Möglichkeiten, ach, und das geht wieder um diese Befreiung, die ich immer wieder nur so darstellen möchte. Aha, ich muss mein Kind gar nicht zwingen. Es gibt andere Möglichkeiten, aber ich finde es katastrophal, dass eine Mutter nicht einmal weiß, dass es andere Möglichkeiten gibt. Bevor es darum geht, ob es sie darf oder nicht. Dann machen wir es jetzt wirklich geografisch. Du. Ja, ich würde noch... Also wir sind in der Situation, wo wir eigentlich mit unseren Kindern das machen gerne würden, wie dass wir Unschooling machen würden, dass wir selber lernen würden, was sie interessiert. Aber wir haben quasi ein bisschen eine Duldung vom Schulamt her. Aber das ist schön, wenn die uns jetzt zum jetzigen Zeitpunkt kontrollieren würden, dann wäre es aus. Dann wäre es vorbei, dann müssen wir gehen. Und das ist wirklich schade. Ja. Und aus dem Grund sind wir jetzt in der Situation, wo wir leider sagen, jetzt nicht so ganz, sagen wir mit fester Uhrzeit, aber sagen, Kinder müssen was machen. Oder müssen bereit sein, dass wir mit Sack und Pack übermorgen gehen müssen. Also ich bleibe persönlich in keinem Land. Jetzt erfahren wir es mit meinem Zweijährigen. Wenn er sechsjährig wird, kommt er in das Alter, wo man in Frankreich kontrolliert werden könnte. Wenn Sie ihn kontrollieren wollen und sich nicht überzeugen lassen von, nicht überzeugen, nicht dazu bewegen lassen, uns zu respektieren in unserer Wahl, da gibt es für uns keine andere Möglichkeit, als auszuziehen. Das ist für mich genauso schlimm, als wenn man mir sagen würde, du bist als Jude in Frankreich nicht mehr erwünscht. Für mich, für meine Begriffe, für meine Proportionen ist das genauso so schlimm. Deshalb ziehe ich dann aus, natürlich. Aber mir kann man einiges nicht sagen und das ist das Neue und das Interessante. Wenn ihr, die in die Schule gegangen seid, entscheidet, euer Kind heute nicht in die Schule zu schicken, da kann man dir sagen, also wenn du dein Kind nicht in die Schule schickst, wird es so und so werden, asozial, Analphabet, arbeitslos und so weiter. Das kann man mir nicht sagen. Dann möchte ich gerne zuerst sehen, wie dieses Zusammenkommen stattfinden wird. Und dann entscheiden wir. Ich wollte nur kurz dazu sagen, was Sie vorhin gefragt haben. Ich glaube nicht, dass Familien, wo nicht bereit wären, da wirklich ranzugehen, würden ihre Kinder gar nicht erst aus der Schule halten. Es gibt, glaube ich, keine Eltern, die nicht wirklich bereit wären, alles zu geben und sich anzustrengen. Wer würde sich schon die Mühe machen, zum Gericht zu gehen und solche Sachen zu machen und danach nicht ihre Kinder unterrichten oder zumindest das zeigen, was sie können müssen? Ich glaube, das gibt's nicht. Ein kurzer Aufruf, können wir nur Fragen einmal? Ja, das ist das. Wir haben es schon verbockt wieder. Jetzt muss ja nicht jeder was sagen, nur wenn wir jetzt Fragen haben. Ja, wer hatte noch Fragen? Nur chronologisch, es gab so viele Hände, die da. Da nicht. Also, ich hätte tatsächlich noch eine Frage. Ja, geografisch schon. Ja. Ich bin überhaupt nicht in der Szene drin, also kenne jetzt einmal die Begrifflichkeit nicht. Dieser Begriff Unschooling, wofür steht er? Was meinst du? Wofür steht er? Eine Frage an André. Der Unterschied zwischen Homeschooling und Unschooling. Nee, Homeschooling. Nicht der Unterschied, doch nur Unschooling. Nicht Beschulung. Aber das können wir doch auch später. Okay. Das könnte auch sagen, das können wir nach André ja nicht unbedingt machen. Dann hat sich's erledigt, danke.
Ich habe nur eine Frage direkt an dich. Es gibt im Deutschen ein sehr böses Wort, das häufig in diesem Zusammenhang fehlt. Disziplin. Nein, okay, ja. es spricht sich aus Schulpflicht. Glaubst du, dass das was mit dem Ganzen zu tun hat? Dieses Wort, dieser Begriff? Womit? Also, es gibt in Deutschland, das wissen vielleicht nicht alle, da gibt es so gesetzliche Vorschriften, die bewirken, dass dann unter Umständen mal die Polizei zu jemandem nach Hause kommt. Oder Schulbesuchpflicht. Ja, das ist sogar das. Dass man in die Schule, in das Gebäude Schule gehen muss. Anwesenheitspflicht. Ja, vielleicht ist es auch Anwesenheitspflicht. Ja, weil die Schulpflicht also gibt es fast in jedem Land. Ja, man kann das. Also nein, den Begriff Schulpflicht gibt es in allen anderen Ländern, aber das, wie es in Deutschland, deswegen wird manchmal von Schulanwesenheits- oder Schulbesuchspflicht gesprochen, um klarzumachen, was damit gemeint ist. Genau, das wäre vielleicht dann auch nochmal ein wertvoller Hinweis an die ganze Partei, wenn man dann. Können wir das später machen? Ja, das Fragen später. Andere. Du hast eine Frage. Nö. Andreas hat eine Frage. Genau, was machst du beruflich? Womit verdienst du dein Geld? Genau, das geht. Also bevor... Dass du irgendwie einen Abschluss hast, dann musst du irgendwann das geht. Also, das geht nicht. Erzähl mir nicht, dass du keinen Abschluss hast, Geld verdienst. Vor allem dir nicht, nicht wahr? also erstens... Haben wir noch mehr Fragen? Ja, noch mehr. Ja, du hattest auch... Das waren auch allgemeine Fragen, die ich nachher später. Gut, also Geld, oder? Ausbildung, Abschlüsse. Du kannst nichts werden, wenn du nicht irgendwo einen Abschluss hast. Was bist du von Beruf und wie bist du in deinem Beruf reingekommen, ohne dass du einen Abschluss hast? Also dann möchte ich wieder die kleine Kaskade wieder auspacken von vorher. Begeisterung, Nebenwirkung von der Begeisterung, vergesst das bitte nie wieder, ist die Kompetenz. Was ist die Nebenwirkung von Kompetenz? Erfolg. Was ist die Nebenwirkung von Erfolg? Geld. Und Geld, das uns eigentlich jetzt, dass das noch mehr ein Ziel ist in den Köpfen als der Erfolg. Geld ist nur die Nebenwirkung der Nebenwirkung der Nebenwirkung der Begeisterung. Ergo begeistert euch. Lasst euch überraschen, was dann entsteht. Was ich heute beruflich tue. Achtung, ein langer und schwieriger Begriff, also ein schwieriger Begriff und eine lange Rede. Ich unterscheide nur ganz schwierig zwischen Beruf, Hobby, Freizeit, Privatleben, Berufsleben und so weiter. Womit ich mein Geld verdiene. Ich fange extra mit der Musik an, weil du es vorher erwähnt hast. Ich bin Musiker. Ich bin Instrumentenbauer. Ich bin Journalist, das ist schon weniger, nachher erzähle ich was von Journalismus. Ich bin Autor und auch gerne Computerfachmann. Bin Leiter der Initiative Männer für Morgen und bin Co-Leiter eines Theaterensembles in Frankreich. Und womit ich mein Geld verdiene? Ich verdiene wenig Geld. So wie meine ganze Familie eigentlich bis jetzt immer wenig Geld verdient hat. Ich habe das Glück, dass dieses Buch in der 6. Auflage ist und ganz viele Male verkauft worden ist. Ich habe einige Auftritte, ich habe immer wieder Anfragen und zahlreiche Anfragen und immer mehr Anfragen, diese Geschichte zu erzählen, also anhand von Vorträgen in Universitäten, in pädagogischen Hochschulen, im Fernsehen, Radio, Presse, ihr wisst vielleicht, dass die Presse gerne mitmacht. Darum sagte ich vorher, nein, nicht nur die Religion wird erwähnt. Ich bin quasi jede Woche irgendwo eingeladen, letzte Woche bei Euronews, vor 2 Wochen bei Red Bull TV in Österreich und so weiter. Ich bin Instrumentenbauer, ich baue Instrumenten nach Maß, ich repariere auch Instrumenten. Und so weiter, Instrumente und so weiter. All das zusammen führt zu einer gewissen Menge Geld, die mir erlaubt, die Wohnung zu zahlen und meine Familie zu unterhalten. Meine Frau tut es auch, sie ist Schauspielerin, ein Hungerberuf in Frankreich. Ich bin Direktor von diesem Theater, das kostet mich einen Haufen Geld. und so weiter. Ich somit die Frage ein wenig beantwortet, womit ich mein Geld verdiene. Jetzt möchte ich aber doch noch was erzählen. Und jetzt ganz konkret, während rum mag ich so direkte Fragen so gerne. Ich
haben mich begeistert für die Perfecto-Lederjacke, die ich so gerne trage in meinem Alltag. Und diese Lederjacke, da wollte ich einfach wissen, wo kommt sie her? Also ich wusste von Schott noch gar nichts. Hab getippt in Google, Perfecto Schott, und kriegte dann einen Haufen Informationen über diese Jacke in einem Forum, in einem Internetforum. Und ich war ganz vergnügt, weil ich da erfahren habe, was ich wissen wollte, Herr Schott, 1928 und so weiter. Aber wo war ich gelandet? Wenn du von der Perfecto-Lederjacke sprichst, landest du automatisch bei Rockgitarristen. Ich war auf einem Forum, wo Rockgitarristen miteinander diskutierten. Nicht nur Rockgitarristen, Gitarristen im Allgemeinen. Ein Gitarristenforum. Ah, da habe ich mir ja, oh, ja, ist ja mein Beruf, ich bin ja Gitarrist. Habe mich so ein wenig umgeschaut, was es so alles gibt. Und es gab drei Abteilungen, ihr wisst, wie ich Abteilungen mag. Klassisch, Rock, Western und derlei. Also bin ich zur klassischen gegangen, weil ich dort, weil es meine Gitarre ist, und habe da ein paar Fragen gelesen und bemerkt, die sind offen. Und ich wusste die Antworten aus Begeisterung wieder einmal. Ich bin sehr kompetent in Sachen Gitarre, das ist nicht eitel, das ist einfach eine Nebenwirkung meiner Begeisterung. Und merkte, ich kann die Antworten liefern, also habe ich sie geliefert. Und da waren die Menschen nicht unzufrieden, eine Antwort bekommen zu haben auf ihre Frage, und haben natürlich eine andere Frage gestellt, die ich auch beantworten konnte. Und so wurde ich zu einer Art Anlaufstelle für Fragen betreffend die klassische Gitarre in diesem Forum. Und es wurde immer, ich habe mich begeistert und habe lange daran gearbeitet, das war 2005, kleine Artikel zu schreiben, also kleine Posts zu schreiben und Bilder zu zeichnen und zu scannen und Bilder zu machen und einzusetzen und so weiter, damit die Erklärungen möglichst verständlich sind und so weiter. Und kurze Zeit später hat das Moderationsteam von diesem Forum Kontakt mit mir aufgenommen und gesagt, wir beobachten Sie seit ein paar Tagen und finden interessant, wie Sie die Fragen da beantworten. Wie Sie vielleicht nicht wissen, ist dieses Forum eigentlich eine Abteilung von einem Musikmagazin, von einer Musikzeitschrift über die Gitarre eben und allgemein über Musik. Wir finden das hochinteressant. Würden Sie für die Zeitschrift ab und zu einen Artikel schreiben? Und wenn ihr mal dieses Buch teilweise lest, werdet ihr sehen, Journalist wollte ich schon immer werden. Und plötzlich wurde mir das angeboten, ein paar Artikel zu schreiben. Ja, habe ich gesagt, gerne, mache ich. Und dann habe ich ein paar Artikel geschrieben, habe mir ganz große Mühe gegeben. Das hat lange gedauert, also eine ganze Woche bin ich mit dem ersten beschäftigt gewesen. Und der Artikel hatte in der Zeitschrift dann Erfolg, der Anklang. Die Leute haben gemeldet, dass sie zufrieden sind. Das ist wiederum kein persönlicher Verdienst, deshalb erlaube ich es mir, so eitel zu sein, zu sagen, dass der Artikel gut angekommen ist. Und dass das Team von der Zeitschrift nach ein paar Wochen mich gefragt hat, ob ich ins Redaktionskomitee einsteigen möchte. Und jeden Monat, jede zweite Woche, bei jeder Ausgabe einen Artikel zu verfassen. Ja, gerne, habe ich gesagt. Und so war ich regelmäßiger Journalist geworden in dieser Zeitschrift. 3 Monate später wurde ich angerufen und mir wurde die Frage gestellt, André, es ist so, du wirst bemerkt haben, wir haben einen Leiter für die Rockabteilung, einen Leiter für die Westernabteilung, aber für die klassische Abteilung haben wir gar keinen Leiter. Möchtest du den Leiter sein von der klassischen Abteilung, vom Redaktionsteam? Natürlich sehr gerne, und so war ich Leiter der klassischen Abteilung in dieser Zeitschrift. Und die Arbeit hat riesen Spaß gemacht, es war eine große Arbeit. Und ich habe mich mit dem Team gut verstanden, mit den anderen und mit dem Chefredakteur gut verstanden, der Direktor geworden ist von dieser Zeitschrift und somit nicht mehr Chefredakteur sein konnte, weil man nicht beides kann in Frankreich. Dann hat er nach einer Vertretung gesucht. Und da braucht er jemanden, der gut schreiben kann, der die Materie gut kennt und der in einem Team gut zurechtkommt. Der hat mir angeboten, Chefredakteur zu werden von dieser Zeitschrift, was ich sehr gerne angenommen habe. Nicht, weil ich gut bin. Weil ich begeistert bin, besitze ich diese Kompetenzen, die er suchte. Und darum war es für ihn überhaupt gar keine Frage. Ich weiß, das klingt vielleicht alles ganz eitel, aber das ist einfach eine ganz bloße Tatsache. Das ist nur die Nebenwirkung meiner Begeisterung. Das ist kein persönlicher Verdienst. Das ist jeder in der Lage, das zu leisten.
Dieser Chefredakteur, als er mich ernannte zu seiner Vertretung, zu seinem Nachfolger, hat nicht nach meiner Qualifikation gefragt. Er hat in keinster Minute darüber nachgedacht, ob ich ein Diplom habe als Journalist oder als Chefredakteur. Er brauchte meine Kompetenzen. In diesem Augenblick brauchte er mich. Ist das eine Antwort auf eure Fragen? Auf deine Frage? Gerade so. Mit dem Abschluss. Da, wo du begeistert bist, und das ist das, was ich sagen möchte, und eben auch denjenigen, die darunter leiden, dass sie keinen Abschluss haben und die meinen, dass sie es ohne Zeugnis so nichts bringen werden, möchte ich sagen, begeister dich. Wenn du dich begeistern kannst, dann ist das der Schlüssel zu allem. Begeisterung führt zu Kompetenz, Kompetenz zu Erfolg und Erfolg nebenbei auch zu Geld. Aber Geld hat dann keine so hohe Bedeutung in deinem Leben, keinen so hohen Stellenwert, ja, keine wichtige Bedeutung in deinem Leben. Das ist nur, man findet Lösungen. Bei uns war es immer so, dass wir auf manches verzichtet haben. Wir haben kein neues Auto gekauft und haben das Auto gefahren, bis es auseinanderfiel. Wir haben uns nicht einen teuren Urlaub finanzieren müssen, um zusammen eine Zeit zu verbringen oder um uns zu erholen vom Alltag, denn der Alltag hat uns nicht ermüdet. Und wir waren ja oft zusammen, aber nicht viel. Das ist das, was man glaubt. Eltern, die ihre Kinder nicht in die Schule schicken, müssen präsent sein, aber nicht geografisch, denn die Kinder sind nicht zu Hause. Viele glauben, wer nicht zur Schule geht, bleibt zu Hause. Mit und bei den Eltern. Nein, ich habe mit meinen Eltern zusammen gelebt. Ich lebe mit meinen Eltern zusammen. Wir wohnen nicht mehr im selben Haus. Meine Frau und ich sind mit unserem Sohn vor kurzem umgezogen. Wir wohnen im Haus gegenüber. Meine Mama wollte eben die Kindheit ihrer Kinder nicht versäumen. Sie wollte dem beiwohnen, sie wollte das beobachten, wie ich vorher erwähnt habe, was ich selbst mache. Ich musste gestern gehen mit dem Auto und mein Sohn war dabei, ich möchte euch wirklich den Film zeigen, war dabei, einfach zu entdecken, dass es Buchstaben gibt. Und er hat übrigens, er kann noch nicht sprechen, aber er sagt Dö, Kat, Sis. Er möchte zählen, bevor er überhaupt sprechen kann. So. Bitte, ist das in irgendeinem Programm? Meine Mama wollte nicht die Kindheit ihrer Kinder versäumen und hat deshalb den Beruf, den sie unglücklich ausübte, aufgegeben. Nicht uns zuliebe, nicht um sich um uns zu kümmern, hat sie das getan. Sich zuliebe, weil sie auf keinen Fall versäumen wollte, was passiert. Aber wir waren nicht zu Hause. Nicht oft. Wir fuhren von Kurs zu Kurs, es kamen Freunde, Familienmitglieder, sagten, ich gehe ins Theater, ins Kino oder in die Ausstellung und so weiter. Und sie nahmen uns mit und manchmal waren wir zusammen unterwegs. Noch eine Anekdote möchte ich erzählen. Papa geht zum Planetarium und wir gehen zusammen, weil wir so viel zusammen waren. Er hatte keine Erwartungen. Und der Punkt mit den Erwartungen ist ein sehr wichtiger. Wir sind zu dieser Vorstellung gegangen, haben sie uns angeschaut. Nach anderthalb Stunden sind wir beide rausgegangen, hochbegeistert, beide. Er war extrem glücklich, so viel gelernt zu haben über den Himmel. Genau der Grund, warum er gekommen war. Er hatte genau so viele Informationen bekommen, wie er wollte und war hochbegeistert und sehr erquickt. Und fand es nicht schade, nicht unrentabel, nicht Verschwendung, dass er den teuren Eintritt für mich bezahlt hatte. Und dass ich anderthalb Stunden lang gar keinen Blick auf diese Kuppel geworfen hatte, sondern mich mit voller Begeisterung für die Maschine in der Mitte des Raumes interessiert hatte. Anderthalb Stunden lang habe ich gelernt, wie ein Planetarium funktioniert. Technik hat mich immer fasziniert und ich habe beobachtet, wie sich das dreht, wie der Arm sich dreht, wie die Köpfe sich so drehen. Habt ihr schon bemerkt? Denn jeder im Planetarium ist so. Habt ihr bemerkt, dass die Sterne manchmal einem auf die Füße vorbeigehen und so weiter? Das habe ich beobachtet als Kind. Ich habe studiert, wie der Mann dort das ansteuert und so weiter. Ich war fasziniert von der Maschine und war so glücklich nach der Vorstellung, verstanden zu haben, wie alles funktioniert mit den großen, den kleinen Linsen und so weiter. Ich hatte meine Forschung leisten können, ungestört anderthalb Stunden lang. Und beide, wir waren ganz glücklich und er war nicht enttäuscht, weil er keine Erwartung hatte. Er hatte nicht erwartet, dass ich mich für dasselbe interessiere wie er. Ich finde das eine ganz wunderbare Geschichte, wie erstaunlich es sein kann. Mein Sohn hat eine Leidenschaft für Autos.
keine Ahnung, woher es kommt. Aber Autos sind alles, was ihm in den Sinn, das letzte Auto, das ich ihm gebracht habe, gebracht, ausgepackt, 3 Stunden damit ununterbrochen gespielt mit der Packung. So sind Kinder. Also, noch Fragen? Ich wollte dich nochmal nach den Kursen fragen, weil bisher klang das ja so, als ob die sozusagen der Input eher von den Eltern kam. Aber du sagst, du hast Kurse gemacht. Ja, besucht. Also die eine Frage wäre, wie organisiert man es und letztendlich auch, wie finanziert man es? Weil Schule ist ja in der Regel, na gut, entweder wenn es nicht Privatschule ist, mehr oder weniger umsonst. Aber bei Kursen, kostenlos, das heißt ja... Kostenlos. Ja, kostenlos. Ja, manchmal auch umsonst. Ja, das stimmt auch umsonst. Also wir haben immer Lösungen gefunden. Wir haben immer Lösungen gefunden. Du sagtest, das klingt so... Ich meine, es ist, wenn man sagt, man muss dann Kurse mit irgendeiner Form organisieren oder geben oder was auch immer, ist man natürlich schnell bei so einer Finanzierungsgeschichte, wo man dann sagt, okay, das ist halt also ein bisschen... Gitarrenunterricht hier, ein bisschen Privatunterricht hier und so weiter. Und heutzutage, zumindest für uns, ist sowas relativ teuer. Da also jeder dieser Kurse kostet, was weiß ich, 40 bis 100 Euro im Monat oder sowas. Da würde man ja auch ziemliche Summen bekommen, wenn man das so organisiert. Also erstens haben meine Eltern nicht versucht, nach unserer Geburt dasselbe Leben zu führen wie vor unserer Geburt. Erstens. Zweitens haben sie... haben wir zusammen auf Dinge verzichtet. Wie ich vorher erzählt habe, wir sind nicht in den Urlaub gefahren, um den Metalltreiben-Kurs finanzieren zu können, den es leider nicht kostenlos gab. Aber die Ausbildung als Gitarrenbauer, die war kostenlos, aber nicht investitionslos. Wir haben ineinander so viel investiert. Und es finden sich immer wieder Lösungen. Wie viele Leute kommen zu mir mit der Frage, ich kann es mir nicht leisten, aber würden Sie mir oder dies oder jenes zeigen? Und wir suchen nach Lösungen und wir finden Lösungen. Das geht nicht immer übers Geld. Also ich kenne, also die Frau meines Gitarrenbaumeisters, der Mann meines Lebens, gibt Gitarrenunterricht, kommt ein Kind zu ihr, möchte unbedingt, hat eine Leidenschaft, diese Begeisterung. Die Eltern haben so wenig Geld, können sich das nicht leisten, aber die haben einen Bauernhof in der Schweiz, da wo sie, und sie sagen, wenn wir ihnen 2 Kilo Fleisch pro Stunde geben würden, wäre das für sie in Ordnung. Und das war in Ordnung. Es gibt immer Lösungen. Das Problem ist, wir gehen immer vom Problem aus und nie von einer möglichen Lösung. Es gibt immer Lösungen. Und wenn du die Begeisterung teilst, dann sind immer die Menschen bereit, die Begeisterung mit dir zu teilen, die sie empfinden. Mein Gitarrenbaumeister hat in keinster Minute über die Finanzierung davon, sei es nur einen Gedanken verloren. Er konnte diese Begeisterung mit mir teilen. Er wollte diese Begeisterung mit mir teilen. Weißt du, da wird es ganz lustig. Eine Dame, die ich gut kannte aus einem ganz einfachen Grund, hat das beobachtet, wie ich Gitarrenbauer geworden bin, bei meinem Gitarrenbauer, bei meinem Werner Scher in der Schweiz. Ich wohnte bei ihm zu Hause, ich wurde aufgenommen. Ich lebte in Paris und er ist in der Schweiz. Ich wurde aufgenommen von ihm und seiner Frau und seinen 3 Söhnen und war ein vierter Sohn, ein Teil der Familie und durfte dort essen, schlafen und lernte den Beruf noch in der Werkstatt und diese Dame hat gefragt, Mensch, und für Wohnen, Essen, Schlafen, Lernen, für das alles bezahlst du gar nichts? Da sagte ich, nein. Irgendwie ging das für sie nicht auf. Sie verstand die Welt nicht wirklich. Und im weiteren Verlauf der Geschichte, des Gesprächs habe ich erzählt, dass ich im Moment ganz glücklich sei. Ich hätte ein ganz altes Instrument restauriert. Ich hätte 2 Wochen dran gearbeitet, jetzt gibt es das Instrument restauriert und die Besitzer von diesem Instrument waren so glücklich und so weiter. Und sie gefragt, wie lange hast du dran gearbeitet? 2 Wochen, ja, jeden Abend noch 3 Stunden. Und zahlt dir dein Meister die Arbeit? Es gibt Lösungen. Es gibt mehr Lösungen, als es Probleme gibt. Aber wir beleuchten immer nur die Probleme. Und dann, wenn ihr euch mit Politik beschäftigt, ist es natürlich eine Frage. Wie viel kostet ein Kind, das in die Schule geht? Ja. Aber das ist nicht mein Problem. Aber die Frage lohnt sich, also es lohnt sich, diese Frage zu stellen. Und sich zu fragen, ob
was ihr, das ist dann euer Job, was ihr dann erfindet. Wollt. Nee, wir sind die mit den Lösungen. Was meinst du? Ach so, wir sind die mit den Lösungen. Wir sind Suchende, die Suchende bleiben wollen. Ich werde abschließen mit einem Text von Gerald wieder. Es gibt bei der Bildungspolitik viele Leute, die machen sich Sorgen darum, dass die soziale Schichten irgendwie unter sich bleiben könnten, dass Kinder von reichen Familien halt nur unter sich bleiben. Und dann wollen sie, dass Bildungspolitik auch quasi die Macht behält, diese Kinder, weißt du, ein bisschen auch gegen ihren Willen zusammenzuführen. Dass man halt eben doch sagt, nee, die Eltern dürfen nicht entscheiden, auf welche Schulen die Kinder dürfen, sondern die machen halt eine Gemeinschaftsschule und da können alle Kinder zusammen lernen, auch vielleicht sogar ein bisschen gegen ihren Willen. Deine Bestrebungen würden ja schon das ausschließen so ein bisschen. Wie gehst du trotzdem mit den Problemen und mit der Frage um, dass vielleicht soziale Schichten unter sich bleiben könnten, wenn die Bildung so sehr auf Freiheit setzen würde? Das geht nicht. Wenn du im realen Bad der realen Sozialität, der Sozialisierung der realen Gesellschaft lebst, dann passiert das nicht, weil du in ständigen Kontakt kommst mit Menschen, die dich bereichern oder die du bereicherst, weil ihr nicht mehr nach Gemeinschaften gehst, die Alter, Wohnort, Milieu und so weiter, sondern nach Interessengemeinschaften funktioniert. Und das wirst du in deinem Alltag bemerken. Wenn wir jetzt irgendwas gründen, hier einen Verein für Bogenschießen, dann werden Leute zusammenkommen und das teilen und sich nie fragen, aus welchem Milieu sie herstammen. Das ist gelebte Sozialisierung. Du vertraust auch, dass da alle Schichten das so sehen würden. Es geht nicht anders. Genau die Segmentierung führt dazu, dass die Reichen unter sich bleiben und die Armen unter sich. Das ist noch schlimmer. Das ist ja die Realität heute. Was meinst du? Das ist ja die Realität heute. Dass die Leute, ja, auch die Leute mehr denn je. Und diejenigen, die die Entscheidungen treffen, sind auch diejenigen, die immer unter sich bleiben. Und das sind ganz wenige Menschen. Das geht nicht. Aber da. Genau. Absolut. Und weißt du, da, genau. Und da fühle ich mich. Und deshalb fühle ich mich da wohl, weil ich das erkenne, was ich persönlich erlebt habe. Nämlich, dass es. Und dann gibt es eine Welt von Verschiedenartigkeit. Und innerhalb der Verschiedenartigkeit die Meinungsverschiedenheit, die ist auch nicht das Ende der Welt. Ich möchte euch zwei Dinge vorlesen, darf ich? Kurz. Angesichts dieses erwähnten Verständnisses der Bedeutung von Arbeit für die menschliche Entwicklung darf nun auch die Frage neu gestellt werden, ob es bestimmte Gruppen von Menschen gibt, die in diesem Sinne mehr und intensiver arbeiten als andere und ob es Arbeiten gibt, die für die eigene Entfaltung, Potenzialentwicklung und Vervollkommnung geeigneter und damit wichtiger sind als andere. Wenn das menschliche Gehirn wirklich so ein plastisches, in seiner Strukturierung so maßgeblich durch eigene Erfahrungen bei der Lösung von Problemen und Bewältigung von Herausforderungen geprägtes Organ ist, so fällt die Antwort leicht. Diejenigen Menschen, die die meisten Probleme dabei haben, sich erst noch in der Welt zurechtzufinden, müssen zwangsläufig auch diejenigen sein, die am härtesten arbeiten. Interessanterweise sind das genau diejenigen, denen wir Erwachsene Arbeit am wenigsten zutrauen und von denen wir glauben, sie erst noch zu dem, was wir unter Arbeit verstehen, erziehen zu müssen, unsere Kinder. Die Tätigkeit, die für diese Schwesterarbeiter besonders geeignet ist und von ihnen auch besonders gern ausgeführt wird, um ihre Potenziale zu entfalten, sich selbst zu erproben und weiterzuentwickeln, ist allerdings nicht die schulische Ausbildung, in die wir sie zur Vorbereitung auf das Berufsleben, also auf das, was wir unter Arbeit verstehen, schicken. Diese für Kinder so wichtige, hirngerechte und sinnvolle Arbeit findet genau dort statt, wo wir Erwachsene sie am wenigsten vermuten. Im Spiel. Wo steht euch frei? Also, in diesem Sinne, begeistert euch. Und solltet ihr weitere Fragen haben, und gewiss wird euch die beste Frage dann einfallen, wenn ich wieder weg bin. Ich bin im Internet, so wie ihr, leicht zu finden. Manchmal dauert es bis 3 Wochen, bis ich antworte, aber ich bin relativ leicht zu erreichen und für euch Piraten auch jederzeit zugänglich. Also vielen Dank. Applaus
ein ganzer Teil von Deutschland hat ganz viel Hoffnung in euch.